Ruhe und Ordnung von Kurt Tucholsky. Wenn Millionen arbeiten, ohne zu leben, wenn Mütter den Kindern nur Milchwasser geben, das ist Ordnung. Wenn Werkleute rufen, lasst uns ans Licht, wer arbeitet, stiehlt, der muss vors Gericht, das ist Unordnung. Wenn Tuberkulöse zu Drehbank rennen, wenn 13 in einer Stube pennen, das ist Ordnung. Wenn einer ausbricht mit Gebrüll, weil er sein Alter sichern will, das ist Unordnung. Wenn reiche Erben im Schweizer Schnee jubeln und sommers am Kommersee, dann verstrudeln. Wenn Gefahr besteht, dass sich Dinge wandeln, wenn verboten wird, mit dem Boden zu handeln, dann herrscht Unordnung. Die Hauptsache ist, nicht auf Hunger leben. Die Hauptsache ist, nicht das Straßenbild stören. Nur nicht schreien. Mit der Zeit wird das schon. Alles bringt euch die Evolution. So hat's euer Volksvertreter entdeckt. Seid ihr bis dahin alle verreckt. So wird man auf euren Gräbern doch lesen, sie sind immer ruhig und ordentlich gewesen. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zurechtzubringen. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zu rächen. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zu rechtfertigen. Ich sag euch eins, wir werden die Fackel des Widerstands entzünden und sie wird so hell brennen, dass auch andere überall dadurch den Mut finden werden, sich zu wehren.
sag euch eins, wir werden die Fackel des Widerstands entzünden und sie wird so hell brennen, dass auch andere überall dadurch den Mut finden werden, sich zu wehren. Nazis alle als Geiseln nehmen und sie zwingen, deutsche Volksmusik in voller Lautstärke zu hören, bis sie alle wahnsinnig werden und sich ergeben.